Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Kajovadru und somit auch gleich zu meinem ersten Beitrag auf Deutsch. Meine bisherigen Kommentare waren allesamt auf Serbisch. Dies einfach, weil ich zumeist mit serbischen Kollegen am Spielen bin. In absehbarer Zeit wird es aber auch Aufnahmen bzw. Gameplay auf Schweizerdeutsch geben, wobei ich die Kommentare auf Hochdeutsch halten möchte. Ich mache zwar die Videos als Hobby und möchte Spaß daran haben, aber ebenso möchte ich auch ein Publikum erreichen und bediene mich aus Gründen der Verständlichkeit der hochdeutschen Sprache. Während ihr meine ersten Schritte und Fortschritte in Battlefield 4 schaut, möchte ich eigentlich zum wirklichen Inhalt dieses Clips kommen. Mit der Veröffentlichung von Battlefield 4 in Europa am 31. Oktober 2013 sind bereits einige Bugs bis sogar gröbere Störungen bekannt, die der Battlefield-Gemeinschaft Kopfschmerzen bereiten. Deshalb möchte ich hier auch einen kleinen Beitrag leisten und zumindest informieren, um was es geht, während DICE an der Problemlösung arbeitet. Das Video, das im Hintergrund läuft, beinhaltet so einige der Probleme, die ich sogleich detailliert erläutern möchte. Auf Battlelog hat DICE den aktuellen Status der Arbeiten an den soeben erwähnten Störungen und Bugs veröffentlicht. Natürlich nicht gleich auf der Titelseite, aber ich werde den Link unten im Video anhängen, damit ihr den erwähnten Beitrag auch finden könnt. DICE spürt natürlich den Druck auch bereits von YouTube-Größen wie Labelcap, Jackfrax und X-Factor, die bereits entsprechende Videos veröffentlicht haben. Wobei, so denke ich, Labelcap die Geschichte so richtig zum Rollen gebracht hat. Das entsprechende Video werde ich ebenfalls unten in der Beschreibung verlinken. Im Großen und Ganzen geht es um die folgenden Punkte, die bekannt sind und auch von DICE-Mitarbeitern bearbeitet werden. Erstens, Spiel friert ein und Server stürzt ab. Zweitens, Warteschlange funktioniert nicht. Drittens, Fortschritt des Spielstandes geht verloren. Viertens, Ton fällt aus. Und fünftens, Battle Packs sind nicht verfügbar. Dies ist zurzeit nur eine Zusammenfassung der bekannten Probleme, die im Battlelog beschrieben sind. Den Stand, den ich jetzt habe, während ich diese Aufnahme mache, ist, dass ein Update Release 6 über alle Plattformen hinweg verteilt wurde. Also unabhängig davon, ob ihr an der Xbox, PC oder PlayStation spielt, diese sollte das schwerwiegendste Problem, die Serverabstürze, beheben. Es ist also gut möglich, dass ihr bereits ohne Serverabstürze mehrere Stunden spielen könnt. Falls ihr selbst von diesen und anderen Problemen und Störungen betroffen seid, könnt ihr diese im Beitrag von DICE unter dem erwähnten Link als Kommentar berichten und so bei der Problemlösung mithelfen. Um das Video nicht online zu bringen, wenn schon alle Probleme bereits gelöst sind, was ich zwar nicht wirklich glaube, werde ich es hier auch gleich wieder beenden. Das Wesentliche ist bereits gesagt und unten findet ihr alle weiteren Informationen. Falls jemand dieser kurze Infoclip zu Battlefield 4 gefallen hat, bin ich natürlich dankbar, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, mit Freunden teilt oder auch auf Daumen hoch klickt. Bis bald!